Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Hardware-Legenden-Videoserie. Und als ich mir die Videoserie ausgedacht habe, ging es mir eigentlich nicht nur darum, so wirklich krasse Sachen zu beleuchten wie ein SR2 oder Asus Mars, sondern es geht auch darum, Karten zu zeigen oder generell Hardware, die sehr speziell ist, sehr selten, wo nur ganz wenige Stück irgendwie auf dem Markt waren. Deswegen reden wir heute über die EVGA TwoWin-Serie. Das ist in der gleichen Kategorie anzusehen wie eine Asus MAS zum Beispiel. Also das ist die Dual-GPU-Serie von EVGA, die sehr speziell ist, die es auch nur von EVGA gab. Also wir haben hier eine GTX 460 Ti X2 quasi, dafür steht dieses TwoWin für Dual-GPU. Es gab, soweit ich weiß, auch von Zotac und von Galaxy, beziehungsweise jetzt Galax, nachdem Galax das Y geklaut wurde von Samsung, als sie verklagt wurden. Aber es gab von Zotac und Galax auch eine GTX 460 X2. Aber die haben es nie nach Europa geschafft oder in die USA. Es kann auch sein, dass es nur Prototypen waren und generell die Teile in der Massenfertigung nie verfügbar waren. Das kann ich soweit nicht sagen, aber wir reden heute auf jeden Fall über die GTX 460 TwoWin von EVGA und auch die GTX 560 TwoWin, beides in der Ti-Version natürlich. Und darum geht es im heutigen Video. Dieses Video wird unterstützt vom neuen Corsair Gaming Headset Virtuoso RGB Wireless SE. Das Virtuoso bietet aus Aluminium gefräste Ohrmuscheln mit kompromissloser Klangqualität und integrierter RGB-Beleuchtung. Die mikroperforierte RGB-Beleuchtung und IQ-Support erlauben es, sowohl Ohrmuscheln als auch Mikrofon individuell zu beleuchten. Das Mikrofon bietet Broadcast-Qualität und ist bei Bedarf auch abnehmbar. Slipstream Wireless und USB-Kabel erlauben eine flexible Verbindung zu PC oder PS4. Optional lässt sich das Virtuoso über 3,5 mm Klinkenanschluss auch mit anderen Geräten wie Xbox One und Nintendo Switch verwenden. In der mitgelieferten Tasche könnt ihr das Headset für unterwegs verstauen. Das Virtuoso ist in der Nicht-SE-Version auch in Schwarz oder Weiß verfügbar. Mehr findet ihr im Link in der Beschreibung. Schauen wir uns einfach mal die Karte an und während wir die anschauen, gebe ich euch so ein paar Informationen zu dem Teil. Also wir haben hier die Abdeckung, drunter haben wir drei Lüfter, wir sehen die Kühlerkonstruktion unten drunter, aber wir bauen es gleich auseinander, dann können wir uns das genauer anschauen. Wenn wir die Karte umdrehen, sehen wir direkt, dass es eine Dual-GPU-Karte ist, anhand einfach von dem Layout hier. Das ist so ganz typisch, wie eben so eine Platine von hinten aussieht. Hier die ganzen feinen MLCCs hinter der GPU, danach der Speicher außenrum. Was interessant ist oder was direkt auffällt ist, Note, SLI is not supported on this product. Was interessant ist, weil eigentlich, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier drunter befindet sich ein SLI-Finger. Also wir machen jetzt einfach mal kurz die Grafikkarte auf, machen jetzt erstmal das Shroud vorne ab. Ich vermute einfach mal, dass EVGA damals die Möglichkeit sich offen lassen wollte, Quad-SLI anzubieten mit quasi 4 GTX 460 GPUs, also 4 GF104, weil das ja Fermi-basierte Grafikchips sind. Oh, die sind übrigens noch in 40 Nanometer gefertigt, also da sieht man, dass es schon eine ältere Grafikkarte ist, 40 Nanometer. Das war Anfang 2011, da wurde die Grafikkarte hier auch vorgestellt. Wenn wir jetzt mal das abnehmen, dann sehen wir unten drunter die Kühlerkonstruktion. Wir haben zwei komplett getrennte Kühler. Einen für die eine GPU, einen für die andere GPU und hier oben, wie gesagt, der SLI-Finger, den wir deutlich sehen können. Nachdem wir beide Kühlkörper entfernt haben, sehen wir, der linke Kühlkörper kühlt nicht nur die GPU selbst, also den linken GF104, sondern auch diesen zusätzlichen Chip hier. Das ist ein NVIDIA NF200, das ist ein Brückenchip. Und der hat die Fähigkeit, PCI Express Lanes quasi aufzuteilen. Also der ist direkt hier unten an den 16-fach-Slot angebunden und auch an die linke GPU und an die rechte GPU. Das hat man früher vor allem auch bei den ganzen NVIDIA Quad-SLI Mainboards gefunden. Also wenn man zum Beispiel ein EVGA Classified Board hatte, da war hier so ein Chip drauf, der hat dann aus 16 Lanes von der CPU 32 gemacht. Es gab auch Boards wie das EVGA SR2. Da waren insgesamt zwei von diesen Chips drauf und das ist dann natürlich relativ krass. Also ein so ein Chip hat 6 bis 8 Watt Leistungsaufnahme und bei einer Grafikkarte in dem Umfang macht es jetzt nicht so viel aus, wenn die 160 Watt, 170 Watt Leistungsaufnahme hat. Bei einem Mainboard ist es schon ein bisschen anders, weil wenn die Plattform-Grundleistungsaufnahme schon sehr hoch ist, das heißt, wir haben zwei von denen, sind schon mal 16 Watt, vielleicht nochmal Chipsatz mit 15 Watt, die ganzen anderen Komponenten, dann hätte man ein Mainboard mit 40 Watt Leistungsaufnahme, ohne dass man irgendwelche Komponenten drauf hat. Das ist schon krass, deswegen kann ich auch verstehen, dass es heutzutage eigentlich nicht mehr verwendet wird, weil es jetzt auch nur bedingt sinnvoll ist, weil letztendlich, selbst wenn man 16 Lanes zweimal von der CPU damit aufteilt, um auf 64 zu kommen, am Ende können trotzdem nur 16 Lanes an die CPU ankommen. Also wenn man die ganze Bandbreite voll nutzt, dann hat man immer noch ein Bottleneck.
Spannungswandertechnisch ist hier nichts Beeindruckendes drauf, wie man es zum Beispiel von der Ares- oder Mars-Karte kennt. Ich glaube, wenn ich das zählen würde, wäre es gut möglich, dass die drei hier oder die vier hier für jede GPU sind. Wahrscheinlich vier Phasen Spannungsversorgung. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber sowas in der Richtung, auf jeden Fall nichts Krasses. Vor allem werden die Komponenten nicht zusätzlich gekühlt. Das einzig Positive ist, dass hier eben ein Lüfter in der Mitte ist und der zusätzliche Luftstrom dann die ganzen Komponenten hier mitkühlt. Aber für Overclocking würde ich sagen, ist es jetzt keine spezielle Karte. Also wenn wir die jetzt irgendwie testen würden, würde ich sagen, dass wir da nichts Besonderes erwarten können. Also nicht mehr, als wenn wir jetzt zwei einzelne GTX 460 Referenzkarten nehmen würden. Und damals war es wirklich so mit Fermi, die Grafikkarten oder die GPUs hatten schon eine krasse Leistungsaufnahme und da haben die zusätzlichen PCB-Layouts mit guter Spannungsversorgung schon was gebracht. Also so eine GTX 480 Lightning, die war schon viel, viel besser zu übertakten als eine GTX 480 Referenzdesign, weil die waren schon krass am Limit. Ähnlich wird es bei dieser Karte hier eben auch sein. Also ich glaube nicht, dass wenn wir die jetzt einbauen und übertakten, dass wir da viel rausholen können. Aber schauen wir jetzt mal uns die EVGA GTX 560 Ti X2 oder Twin im Vergleich an. Schauen wir uns jetzt den Unterschied an. Also wir haben hier unten die 460 Twin und hier oben die 560 Twin. Der Hauptunterschied ist natürlich, das benutzt Fermi 1.0, das benutzt Fermi 2.0. Also haben wir hier GF104 und hier GF114. Beide GPUs sind aber in 40 Nanometer gefertigt. Der Unterschied ist hauptsächlich, dass wir hier ein paar mehr Shader-Einheiten haben. Wir hatten ursprünglich 336 auf der alten, auf der neuen haben wir 384 Shader und die taktet ein bisschen höher. 850 MHz versus 700 MHz bei GF104. Die Leistungsaufnahme ist ungefähr gleich. Also wir haben 170 Watt TDP für die Karte, also für die 560. Wir hatten 160 bei der alten. Also da hat sich nicht wirklich was getan. Auch die kompletten Komponenten sind, soweit man sehen kann, identisch. Einziger Unterschied ist, es wurden andere Spulen verwendet. Die sind ein bisschen besser als die alten, aber das macht jetzt den Braten auch nicht fett, muss man sagen. Wir haben immer noch einen NF200 Brückenchip hier drauf. Wenn wir das umdrehen und anschauen und vergleichen mit der GTX 460, hat sich auch nicht wirklich was getan. Also überall die ganzen Beschriftungen, SMDs, alles identisch. Auch wenn wir das mal vergleichen, dann haben wir hier unten bei der GTX 460 haben wir EVGA Corporation Model 54 stehen und wenn wir das auf die Platine schauen von der 560 Ti, haben wir genau das gleiche drauf, also EVGA Corporation Model 54 immer noch drauf, also hier hat sich nicht mal die Modellbezeichnung geändert. Das einzige, was sich signifikant geändert hat zwischen den Grafikkarten, ist, dass die 560 diese typischen Shunt-Widerstände hat, um die Leistungsaufnahme zu messen. Das gab es vorher bei der anderen Karte nicht. Hier haben wir jetzt diese fetten Shunt-Widerstände drauf. Also hier einmal hier unten für den PCI-Express-Slot und einmal hier oben für 8-Pin PCI-Express-Stromzufuhr. Das gab es nicht auf der GTX 460. Ansonsten kein großer Unterschied. Kühlerdesign hat sich aber auf jeden Fall was getan. Wir haben deutlich größere Kühler, das sieht man. Also alleine die Masse ist deutlich größer. Wir haben hier einen guten, soliden Kern in der Mitte. Haben zwei große Heatpipes, die dann außen zu diesem kleinen Finnen-Design gehen. Also Kühler hat sich auf jeden Fall verbessert, verglichen mit vorher, ist schwerer, hat ein bisschen mehr Oberfläche. Nach wie vor kühlt der linke auch den Brückenchip mit. Aber ansonsten gibt es eigentlich zwischen einer 560 Twin und einer 460 Twin, bis auf den GPU-Unterschied, der eigentlich ja auch fast nicht vorhanden ist, eigentlich kein Unterschied. Man kann eigentlich sagen, es sind zwei identische Karten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist heutzutage die Leistung von so einer Grafikkarte? 170, 160 Watt TDP, Dual GPU, denkt man natürlich, ey, hat vielleicht immer noch ordentlich Power, weit gefehlt. Also wenn wir mal die Leistungsdaten anschauen, dann haben wir im 3D Mark Firestrike bei einer GTX 460 Twin 5360 Punkte, bei der 560 Twin haben wir 5764 Punkte, also ein Zuwachs von 7,4%, natürlich den zusätzlichen Shadern und dem Takt geschuldet. Vergleichen wir das jetzt aber mit einer GTX 1050 Ti, kommen wir schon auf fast 7000 Punkte, das ist ein Zuwachs von 21% über die 560 Twin. Also eine GTX 1050 Ti ist heute natürlich deutlich stärker, auch wenn es eine viel, viel kleinere GPU ist, Leistungsaufnahme viel, viel besser, Effizienz hat sich natürlich stark verbessert, ist es viel schneller als so eine Grafikkarte, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man das jetzt mit einer RTX 2080 Ti vergleicht,
dann ist die RTX 2080 Ti 470% schneller als eine 560. Also fast fünfmal so schnell. Das ist natürlich dann schon eine krasse Hausnummer. Also wenn man dann überlegt, habe ich so eine Grafikkarte und sollte ich upgraden, dann sollte ich definitiv upgraden. So viel zur EVGA Tuwin Serie. Eher was Seltenes, was man nicht so kennt. Und wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, dann freut mich das sehr, denn ich habe noch eine EVGA RTX 2070, die ich loswerden möchte. Und die würde ich jetzt einfach mal verschenken und euch damit belohnen, weil ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das ist für meine treuen Zuschauer gedacht. Vielen Dank an EVGA, dass ihr die Karte hier zur Verfügung gestellt habt als Giveaway. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Beschreibung. Das Giveaway wird dann auf Instagram bekannt gegeben. Die ganzen Daten und so weiter findet ihr, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Es freut mich, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich bedanke mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ti is still mud. Ist das dein Ernst, dass der hinter mir anfängt zu singen?